Ich habe eine Zaubertausch-Challenge gemacht. Dafür habe ich 30 Sichler gefangen und alle mit Metallmantel ausgestattet. In der Hoffnung, dass die Person auf der anderen Seite sich zumindest ein bisschen freuen kann, wenn sich das Sichler zum Sherox entwickelt. Also schauen wir doch einmal, was ich alles dafür im Zaubertausch bekommen habe. Los geht's! Dann gehen wir hier rein. Wir fangen einfach links oben mit dem ersten Sichlor an. Packen das in den Tausch rein und dann schauen wir mal, was passiert. Der Hans! Oh, der Hans ist der Nummer 1 hier. Sehr gut. Der bekommt hier einen Sherox. Und kriege ich hier ein random irgendwas, dieses Spinnenteil, wie es so immer heißt hier. Aber okay, genau das Tarundel hier. Okay, da hat wahrscheinlich irgendjemand random einfach was reingeschickt. Okay, schauen wir mal. Vielleicht wird es ja beim zweiten besser. Schick mal ein Sichlor wieder auf die Reise mit Metallmantel. Oh, hier in die Obhut von einem Asiaten. Da kommt manchmal tatsächlich was richtig Gutes. Schauen wir mal hier. Ah ja. Ein Knattertox. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob da jetzt, da muss doch jetzt was kommen hier. Der gute Natt. Was tauscht der drum? Ah, okay, hier. Not bad. Hab ich, glaube ich, schon. Hab ich, glaube ich, schon. Dürfte kein Dex-Eintrag sein, denke ich. Oder? Doch. Geil, oh, sehr schön. Ja, war für mich optimal hier. Der Joel oder Joel bekommt ein Sichlor mit Metallmantel und ich krieg ein. Ah, okay. Sehr schön. Was war das, Wuffels? Ein englisches, okay. So, schauen wir mal, ob wir noch irgendein Event-Pokémon kriegen. Da war ja immer auch was dabei hier. Hopplos brauche ich. Ich brauche noch Hopplo. Zwei Stück brauche ich noch. Zwei Hopplos. Zwei Hopplos brauche ich noch. So, was kriegt man denn hier? Oh, auch schön. Oh, nice. Pyroilo. Oh, toll. So, die Mirai darf einmal ran und bekommt einen Sichler mit Metallmantel. Und was bekommen wir hier? Ah, nochmal eins. Okay. Chamieson ist dran. Bekommt hier ein Sichlor mit Metallmantel. Und was kriege ich? Ah ja, hier ein Standard. Hier, was war es? Dieses Salz-Pokémon. Diese Vorstufe. Band. So. Ah ja, der Dominik mit CK. Sehr gut. Was hat denn der im Zaubertausch drin? So. Oh, ein Lamus. Nice. Das ist der Dominik. Hier. Sehr gut. Ah, hier ein Lamus. Auch schön. Generation 1. Ich mag die von der Generation 1. Die nehme ich immer gern. Ich habe zwar einen Lamus schon. Logischerweise habe ich mir auch geholt. Wasser, Psycho, Psycho. Was ist das? Oh, okay. Der Matteo. Ja, Matteo, was hast du denn für mich? Ich bin da gespannt, wann das nächste für Kuli kommt. Ah ja, hier. Okay. Jetzt wollen sie aber ganz schön ihre 0815-Pokémon loswerden hier. Die stehen vielleicht noch am Anfang, ne, und denken sich, boah, was kriege ich denn? Und dann kriegen die einfach hier so ein Sherox quasi. Das ist schon geil. So, was kriegt man hier? Oh, nochmal ein Froxy! Ja, geil! Sehr schön. Also Froxys werden hier gut verteilt. Auf jeden Fall. Hab ich schon auch alle Entwicklungen, aber nicht schlecht, ne? Sehr schön. So, nichts ist sicher, geht auf die Reise. Alle mit Metallmantel, habe ich 30. Wie viel kostet Metallmantel? 3000. Da habe ich, glaube ich, 90.000 in Metallmantel investiert. Naja, was tut man nicht alles? Was tut man nicht alles? So, nächstes geht einmal hier auf die Reise. Oh, die Sissi mit Y. Okay, Sissi, was hast denn für mich, ha? Oh, ein Pamo-Amo, das irgendwie rosa ausschaut. Das irgendwie, das ist ein Shiny. Nein, wie geil. Oh mein Gott, Shiny! Zaubertausch. Alter, was geht? Das gibt's ja nicht.
Oh, geil. Das ist bis jetzt, glaube ich, mein bester Zaubertausch hier. Unglaublich. Die verschicken Shinies im Zaubertausch. Wie geil ist das denn? Elektrokampf Drache. Ja, mega. Oh, geil. Ich habe mir schon gedacht, das gibt's ja. Das ist doch rosa, ne? Ich war mir echt unsicher. Ich wollte jetzt nicht gleich Shiny raushauen, ne? Nicht zum Schluss blamiere ich mich voll, weil ich die Pokémon-Farben nicht auswendig kenne. Und dann kriegst du hier halt echt einen Shiny im Zaubertausch, ne? Oh Gott, wie geil. Hat sich schon rendiert. Weißt du, nicht bei der Hälfte, aber es hat sich schon rendiert. Bin schon durch, bin schon glücklich. Bin schon total happy. So, der gute EU. Next one. Darf ran. Oh, ich bin total, total happy hier. Oh ja, ein Dick da. So, das ist eine gute Position hier auf dem Stein. Ja, da können mich die Sichlos nicht angreifen hier von unten. Die schauen schon, schaut hier schon rauf hier, der Sichlo hier. Das wird am liebsten direkt. Aber das kommt da nicht hin, weil es nicht ebenerdig ist, ne? Was aus dem asiatischen Raum, da habe ich eigentlich auch immer ganz gute Hits bekommen. Schauen wir mal. Oh, ein Evoli. Not bad. Evoli ist immer gut. Kann man nie was verkehrt machen mit Evoli. Und ich ja auch die Evoli-Entwicklungen mag. Und es ist ein Level 75 Evoli. Oh, cool. So, nächster Zaubertausch. Next one, please. Oh, der KC. Ja, der KC ist am Start im Zaubertausch. Was gibt's hier? Ein, was ist das? Wie heißt das? Boah, Toxi? Nein, boah. Toxel. Ein Toxel, genau. Was hast du denn für mich? So. Ah ja, nochmal hier ein. Hab mir nicht gemerkt, wie es heißt, obwohl schon das zweite ist. Geil wäre jetzt ja auch, wenn ich einen Sichler mit Metallmantel bekommen würde, quasi. Also ein Gegentausch sozusagen, ob da irgendjemand Sichler mit Metallmantel schickt. So, was hat der weggehauen? War es wieder ein random irgendwas? Ja, ein Verkuli! Verkuli! Es war klar, das ultra einfache random irgendwas. Ah, die Verkulis. Ja, das hatte ich bei den ersten Zaubertauschen ganz am Anfang. Also bei Spielstart, da habe ich das auch ausprobiert, habe irgendwie nur Verkulis bekommen. Jeder hat hier Verkulis reingehaut, ne? Hier. Das klassische Normal-Pokémon. Schauen wir mal. Ja, das José Vidal. Oh, könnte er aus der Spanien oder aus der lateinamerikanischen Ecke kommen. Ah, Dummisel. Ja, so, da könnten sie das auch einen Ticken schneller machen. Oh, von Fans. Okay. Was kriegt man denn da von den Fans? Oh, auch geil. Knackrack. Ja, nice, nice. Habe ich mir auch geholt. Das sage ich natürlich nicht rein, nicht rein, nicht nein. Bei dem Knackrack ist das Shiny, glaube ich, auch ziemlich schwer zu erkennen, weil das farbenmäßig, glaube ich, leicht heller ist oder so. Das ist, glaube ich, gar nicht so leicht auseinanderzuhalten. Gerade dem Zaubertausch, ne, da sind die Pokémon eher wegen heller, weil das so grell beleuchtet ist quasi. Das könnte es vielleicht auch noch ein bisschen besser machen. Also gerade die Shinies, die von der Farbnuance da gar nicht so unterschiedlich sind. So, was kriegt man hier? Ah ja, nochmal ein Pamo. Ein kleines, putziges Elektro-Poki. Schauen wir mal, was wir hier kriegen. Oh, oh nein, wie geil. Oh, das ist auf jeden Fall ein Hit. Oh, mega. Das ist ja Wahnsinn hier. Oh, geil. Ja, so auf jeden Fall hier. Eisendorn. Sehr gut, sehr gut. Der Felipe. Oh, was haben wir hier? Ah, nochmal ein Froxy. Sehr gut, Froxy Nummer 2 für heute. So, dann der gute Sam bekommt hier noch einen Sichler und ich krieg noch ein, hier das Basis-Pokémon. Dreepy heißt es auf Englisch. Ah ja, cool. Schaut schon cute aus hier, muss ich sagen. Naja, habe ich ja noch gar nicht im Pokédex gehabt. Ja, hervorragend. So. Ah, kriegt man noch ein Filori. Ja, nice. Nice. Vom Lynx kriegen wir das nächste zugeschickt. Ah ja, hier, das ist auf jeden Fall irgendein random Dartiri.
Da könnte theoretisch wieder was drin sein. Schauen wir mal. Ah, nee, das ist bloß ein random Starili, heißt glaube ich. Der Roto. So, was hat der Roto hier am Start? Was hat der in den Zaubertausch reingegeben? Oh, hier schön. Oh, Voltoball. Voltoball. Nice, nice. Letzte Sichler geht auf die Reise. So, was kriegen wir hier? Ja, ein Glumanda. Nice, da freue ich mich immer. Ich habe zwar schon zwei, drei Glumandas gefangen, getauscht. Aber da freue ich mich immer, ne? Vielleicht kann man da auch mal dann einen Glumanda-Zaubertausch machen. So, genau, letzter Tausch. So, der Vorgang wurde aufgrund eines Fehlers abgebrochen, okay. Habe ich jetzt zu viel Zaubertausch gemacht und die wollen mich nicht mehr lassen. Noch ein bisschen Spannung hier, was wir kriegen. Oh, von Dr. Dre. Der spielt bestimmt kein Pokémon. Und was kriegt man hier noch? Ah, ein Bronzel. Ja, nicht schlecht. Ich glaube, das habe ich auch noch nicht. Könnte noch mal einen Dex-Eintrag kriegen. Was war für mich so ein richtiger guter Hit? Also ich freue mich natürlich um die Event Starter-Pokémon, Glumanda, Froxy, auch wenn ich es schon habe, sammle ich die vielleicht, also kann ich auch gern verteilen. Da meldet ihr euch einfach bei mir, dann tausche ich die euch gerne. Ansonsten natürlich hier über den guten Eisendorn freue ich mich, das ist mein zweiter, der ist super nice. Ich freue mich über jedes Pokémon, wo ich noch einen Dex-Eintrag brauche. Und natürlich das Highlight für heute war auf jeden Fall hier das Shiny Pamamo hier aus Frankreich. Also Shiny Pokémon im Zaubertausch ist auf jeden Fall mega gut. Ja, hat mir gefallen. Schreibt mir auch gern in die Kommentare hier rein, ob ich das nochmal machen soll. Vielleicht auch mit welchem Pokémon. Bin ich gern für Ideen offen. War super gut an der Stelle.